Ja, Leute, ich wollte mich heute melden. Und zwar, ich warte auf was. Ich warte auf was, ne? Auf die Corona-Impfung. Ja, ich soll heute meine Corona-Impfung kriegen. Übelst zeitig, ne? Also es ging ja total schnell. Angeblich total die Impfdosis sind übelst knapp. Aber ich soll heute die Corona-Impfung kriegen. Und da habe ich gedacht, ich lasse euch mal daran teilhaben und informiere euch jetzt auch, wenn irgendwas schief läuft oder so. Und werde jetzt auch die nächsten Tage immer mal ein Video machen, ob es mir gut geht, ob alles in Ordnung ist. Im Moment bin ich gesundheitlich total fit. Ich habe halt ein bisschen Schnupfen und Husten. Also jetzt nicht so derbe, so ganz kleines bisschen, zwei, dreimal niesig am Tag und so. Und manchmal habe ich vom Rauchen halt wahrscheinlich Husten. So, und jetzt will ich mal wissen, wie sich das die nächsten Tage verhält. Heute wird Corona geimpft. Ich weiß jetzt noch, jetzt ist es 15:20 Uhr, ich weiß jetzt noch nicht. Ich werde dann angerufen und dann kriege ich die Impfung. Das dauert noch eine Stunde, haben sie gesagt. Ne, Wurzelknochen? Der Wurzelknochen sagt auch, das dauert noch eine Stunde, haben sie gesagt. Ja, und da habe ich jetzt gedacht, mache ich gleich mal ein Video und sage euch mal Bescheid. Bescheid. Ich sage euch Bescheid. Bescheid. Ja. Und genau wie gesagt, also ich wäre hier total krass zeitig geimpft, ey. Und ich hoffe, ich kann euch auch ein bisschen so an meinem Beispiel dann die Angst nehmen, wenn das hoffentlich alles gut gegangen ist, weil das wird ja immer sehr viel Verschwörungstheoretik wegen der ganzen Impferei, wegen der ganzen Corona-Sache gemacht. Und ich bin da auf jeden Fall nicht der Meinung, ich sehe das als Gefahr und lass mich halt da, wie gesagt, impfen. Ja? Und das solltet ihr auch tun. Also jeder ist seiner eigenen Entscheidung mächtig, klar. Aber ich finde, die Impfung macht Sinn. Und wenn sie schon Schutz gegen den Virus zur Verfügung stellen, dann nehmt es halt auch an, wisst Leute. Echt. Früher, ich sag's, zur Ostzeit in der DDR, da hätte es ja Impfpflicht gegeben, da wäre Pflicht geimpft worden. Und wenn ihr euch nicht hättet impfen lassen, hätten sie euch eingesperrt. Oder unter Zwang, Alter. In der DDR hätte es sowas nicht gegeben. Dass ich hier raussuchen, ob er geimpft wird, Alter. Wenn so eine Gefahr besteht, Alter, überlegt doch mal, die Geschäfte sind schon zu, ey, wir haben schon Lockdown und. Das muss doch mal besser werden. Und wir wollen doch mal alle irgendwie aus dieser Pandemie mal wieder rauskommen, oder? Wir wollen doch mal alle mal wieder gesund sein und uns keine Sorgen machen, dass wir uns mit so einem übelsten Hammer-Virus anstecken und so. Und deswegen ist die Impfung, Leute, denke ich, eine gute Sache. Ne? Also lasst euch impfen. Ja, wie gesagt, und ich bin ja in so einer Pflegeeinrichtung, also in so einem Clean-WG. Ne? Wie es genau heißt, darf ich nicht sagen. Das habe ich versprochen. Und ja. Ja, ich hab's halt, ich sag's ehrlich, ich hab 20 Jahre Drogenabhängigkeit auf dem Buckel, ne? Und ich habe jetzt endlich meinen Weg rausgefunden. Es sind jetzt noch 9 Tage, heute haben wir den 21.01., es sind jetzt noch 9 Tage. Und in 9 Tagen bin ich genau ein Jahr clean. Und da bin ich so dermaßen stolz drauf, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wirklich. Und das hat sich auch schon an meiner selbst total viel getan. Gut, manchmal, wenn ich was vorlese, habe ich noch Schwierigkeiten, mich drauf zu konzentrieren. Aber ich bin die ganze Zeit dauernüchtern und ich habe auch Spaß dran, also ich bin auch gern nüchtern. Und ich habe zwar noch echt Probleme mit meiner Figur, aber ich denke, das wird sich auch in nächster Zeit halt ein bisschen legen. Naja, es ist halt schwierig, ne? Wenn man einmal dick ist, dann kannst du kaum was machen, dass du abnimmst. Das ist echt schwer. Und jeder, wo mal dick war, weiß ganz genau, wie das ist, wo man abgenommen hat, oder jeder, wo dick ist, weiß, wie das ist. Das kann ein schlanker Mensch kann das nicht verstehen. Du hast, ehrlich, wenn du schlank bist, du hast Spaß am Bewegen und am Hin und Her, du hast dann nicht bei allen Schmerzen, so wie ich, sondern du kannst leichtfüßig durchs Leben gehen, weißt du? Und aber wenn man, ich wirklich ohne Scheiß, ich hasse das Dicksein so sehr. Mir geht's überhaupt nicht gut damit, ne? Und ich versuche ja schon wirklich alles. Überlegt mal, ich esse zum Abendbrot nicht mal Brot oder irgendwas Süßes. Oder Fleisch oder so, ich esse nur Obst zum Abendbrot, Mittag eine kleine Portion und Frühstück ein Brötchen. Gut, mit Nuss-Nougat drauf, aber nur ein Brötchen zum Frühstück und kleine Portion Mittag und dann zum Abendbrot halt Obst. Und gell, Jamie Wurzelknochen, ich hole mir Ja, immer Obst zum Abendbrot. und so, ja. Ja, ich habe nur eine Ja, Banane von gestern du. übrig. Vielleicht ziehen wir die Lichter oben auf dem Regal. Ich schwenk mal hin. Seht ihr das? Da liegt die kleine Banane vor meinen PlayStation-Spielen. Das Gelbe. Ja, und das ist mein Abendbrot, ey. Genau. Naja. Ja, wie gesagt, ich mache die nächsten Tage auch mal wieder Videos. Und da gibt es dann auf jeden Fall die News, wie verhält sich die Impfung bei mir.
Und ja, wir machen mal weitersehen. Oh, Alter, und heute Nacht habe ich was geträumt. Dazu mache ich jetzt noch das nächste Video. Dazu mache ich jetzt noch das nächste Video, weil das ist ein eigenes Thema. Das ist ein eigenes Thema. Und darauf muss ich unbedingt eingehen. Das wollte ich dem Jamie Wurzelknochen sowieso erzählen. Da kann er gleich zuhören, wenn ich Video mache. Und ja. Okay. Das war es eigentlich auch genau. Danke für die Aufmerksamkeit.